Ja, so, hallo. Heute habe ich angefangen, meine Bienenstände durchzuschauen. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht an einem Bienenstand, verschiedene Völker. Einfach, wie sehen bei mir jetzt gerade hier an diesem Bienenstand die Völker aus? Ich habe da jetzt auch durchweg, ich meine, ich habe jetzt nicht die Durchschau von allen 35 Völkern den Bienenstand gefilmt, aber ich habe durchweg zwischendurch mal in Blöcken gefilmt und da habe ich jetzt auch keine rausgeschnitten. Also so wie das hier aussieht, so sieht es bei mir aus. Ne? Für alle, die sich hier fragen, was los ist. Also ich nehme dann die Absperrgitter, also ich schaue die Völker durch im Prinzip, passe den Brutraum an, setze das Absperrgitter und bringe dann die Honigräume drauf. Deckel drauf und fertig. Ne? Also ihr werdet sehen, in den meisten Fällen knie ich, einfach arbeitsergonomisch. Ich meine, manchmal mache ich es auch nicht. Aber das ist einfach für mich einfach eine geschickte Höhe, um zu arbeiten. Ein bisschen Rauch. Dann schaue ich einfach, wo fängt das Brutnest an, wie viele Waben sind noch da. Wenn da jetzt eine komplett volle Wabe ist mit Pollen, dann hänge ich die Hinterschied und gebe eine neue Wabe dazu oder vielleicht auch zwei Waben, je nachdem, was ich denke, wie das Bienenvolk sich die nächste Woche entwickelt. Ja, und in dem Zug habe ich ja, man sieht es jetzt hier nachher noch besser, wahrscheinlich in den Aufnahmen mit der Überkopfkamera. Schöner Vorteil der Dattantwabe, des Dattant-Brutraums, dass man eben diesen Bereich hat, wo ich immer ein, zwei Reservewaben einfach habe und wo ich die da einfach einhängen kann. Ja, also den Sheet auf die Seite. Dann schaue ich jetzt einfach, was ist auf der Wabe. Also, ne, das sehe ich, okay. Eine Naturwabe, man hat es unten gesehen, da gab es Drohnenbau, also das ist eine Naturwabenbauwabe. Wahrscheinlich aus dem letzten Jahr und man sieht jetzt hier, okay, viele Pollen lasse ich drinnen. Die Wabe mit diesen Drohnecken sortiere ich aus. Hier kratze ich am Oberträger Kotspritze ab von Osema. Ich meine, das war jetzt hier auf dem einen Rahmen komischerweise so und eine schön schwarze Wabe. Genau, Honigraum wieder und da mache ich es im Prinzip so, man sieht es hier, das sind ganz neue Honigräume, ganz neue Rähmchen mit Mittelwänden diesmal. Also ich habe ja im Honigraum auch sehr viel Naturwabenbau. Ich arbeite jetzt an diesem Bienenstand allerdings mit Mittelwänden und zwar habe ich mir geladen, ich glaube 26 Honigräume vom letzten Jahr und 10 Zargen mit Mittelwänden und die vermische ich jetzt einfach kreuz und quer. Einfach um da ein bisschen mehr Honigräume zu bekommen. Wir haben dieses Jahr wieder mehr Bienenvölker, brauchen mehr Honigräume und dann lasse ich die einfach gleich am Anfang in dieser gemischten Weise ausbauen. Also das, wie gesagt, das hat sich bei mir echt ganz gut bewährt. Ne, also folgt wieder auf, kleine Kontrolle. Ja, man sieht jetzt hier. Ja, und das ist eben dieses Schöne, finde ich, an den Dattantsargen, dass ich eben, es hat auch Nachteile, aber das finde ich halt das Schöne, ich habe eben diesen Platz, um darin zu arbeiten. Das macht es für mich halt schnell. Hier sehen wir verdeckelte Drohnenbrut. Ja, hier sehen wir eine Zelle. Ein bisschen ein komisches Bienenvolk, das kann ich ja vorwegnehmen. Ich mache den Ton ja im Nachgang gerade. Da habe ich diverse Zellen gefunden und da scheint die Königin abhanden gekommen zu sein. Warum auch immer. Das war jetzt für mich jetzt im Nachgang nicht mehr so ersichtlich. Also wir haben auch nur noch verdeckelte Brut.
keine anderen Stadien. Wir haben unheimlich viel Pollen, unheimlich viel Futter in diesem Bienenvolk. Also da habe ich mich dann jetzt dann letztendlich, im Prinzip habe ich alle Waben durchgeschaut. Ich habe die Königin nicht gesehen. Ich meine, was ich vor allem auch nicht gesehen habe, wie gesagt, sind verschiedene Brutstadien. Das mache ich jetzt einfach so, das lasse ich laufen. Da lasse ich die nachgeschaffene Königin lasse ich schlüpfen und dann werde ich das Bienenvolk vermutlich teilen, umweiseln oder was auch immer damit machen. Ne? Das weiß ich jetzt noch nicht, aber da mache ich jetzt in dem Fall nichts, keine großen Eingriffe. Ich meine, was vielleicht vorher auch aufgefallen ist, bei meinem T4 habe ich mir eine Trennwand eingebaut, einfach für mich ein Zugewinn an Sicherheit, dass einem nichts so leicht ins Kreuz fällt. Und vor allem habe ich festgestellt, es macht halt wirklich Sinn, weil ich kann deutlich höher die Sachen stapeln einfach. Und man sieht es auch hier wieder, eine Naturwabe. Im Naturwabenbau sind ganz typisch unten diese Drohnenecken. Viele Pollen, Brutnest, Pollen. Ja, ich lasse euch einfach jetzt hier mal kurz mit den Bildern alleine. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ihr habt es gesehen, ich habe diesen amerikanischen Stockmeißel, da schwöre ich einfach drauf. Also ich habe verschiedene versucht und das ist einfach dieses Modell, mit dem komme ich super gut klar. Und ich habe den auch nicht mal unheimlich scharf, also ich schleife den nicht nach. Viele schleifen da ja was nach. Ich arbeite mit dem unheimlich gern und ja, also ich komme mit dem einfach am besten klar. Schauen wir uns das nächste Bienenvolk an. Also auch hier wieder, ihr seht, ich habe hier immer diese Reservewaben hinterm Sheet. Habe hier diesen Arbeitsplatz. Schauen wir die Wabe an. Alles sieht ja ganz, ganz passabel aus. Ne? Man muss sagen, die Aufnahme habe ich gemacht, da hatte gerade die Birne anfangen zu blühen. Also wir sind mit den Bienenvölkern vielleicht einen leichten Tick später dran wie die Natur, aber deutlich besser wie in den Jahren davor. Also insofern bin ich dieses Jahr mit dem Verlauf von der Auswinterung eigentlich sehr zufrieden. Vor allem auch jetzt fängt bei uns gerade Raps an zu blühen, also hat schon so einen leichten Gelbschimmer. Und sie bringen jetzt auch wieder deutlich über 20 Grad eigentlich die ganze nächste Woche. Und da bin ich, wie gesagt, wirklich zuversichtlich, dass das eine schöne Frühtrachternte gibt bisher. Ich meine, man weiß nie, was kommt. Es kann auch wieder 4 Wochen Regen kommen oder 3 Wochen. Aber die Völker sehen eigentlich ganz gut aus. Ich meine, die sind jetzt hier noch nicht so unheimlich stark, aber sie haben halt unheimlich viel Brut. Verdeckelte Brut vor allem, also die werden sich die nächsten Tage rasant entwickeln. Also hier sieht man es wieder, ich schaue immer bei den Honigräumen so, dass ich über diesen Brutnestbereich die ausgebauten, einen Block ausgebaut habe und dann vermische ich die in diesem Bereich, wo übers Brutnest rausgeht. Was ich prinzipiell ja auch mache oder was ich mache im Raps, ich drehe den bei den Schwarmkontrollen, ich drehe die Bruträume dann auch, dass eben der Teil, wo eben keine Brut drunter ist, dass die getauscht werden einfach. Ne? Hat den Hintergrund, da wo das Brutnest drunter ist, da wird natürlich der Honig als erstes eingelagert. Und auch wegen der Trocknung ist einfach besser, wenn das Brutnest da drunter ist. Ne? Das ist jetzt ein Bienenvolk, das sieht wirklich nicht so super stark aus. Also super stark ist untertrieben. Ja, hier ist noch Futter drauf. Ich meine,
Man sieht es auch, es wird von mir hier deutlich eingeengt. Die Futterwaben kommen hinter das Sheet oder überzählige Futterwaben kommen hinter das Sheet. Da haben wir noch zwei schöne Mittelwände, die nehme ich raus für die nächsten Völker. Also es ist ja bei mir prinzipiell so, ich gebe hier keine Mittelwände. Mittelwände gebe ich eigentlich hauptsächlich nur in den Jungvölkern. Und auf keinen Fall jetzt in dem Stadium, weil wenn da jetzt eine Mittelwand gegeben wird, dann wird da eben Nektar eingelagert. Und das möchte ich eigentlich in diesem Bereich nicht. Ich möchte da Brut haben und deshalb eigentlich nur ausgebaute Waben. Am liebsten natürlich welche, die schon mal bebrütet sind. Ne? Wenn man sieht hier, man hat schöne Brutnester und Pollen, also für eine Randwabe, ganz schön. Hier ist noch der Unterbau dran. Vom letzten Jahr, den machen wir weg und dann stellen wir die Wabe einfach wieder rein. Zu den Absperrgittern, also Absperrgitter, meine viele sagen, hey, mit diesen hier weißen Kunststoffabsperrgittern, mit denen du arbeitest, habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich bin damals dazugekommen. In den Anfängen der Imkerei war ja noch Student und da spielt das Geld eine Rolle und die waren eigentlich billig. Ne? Aber das sind ja eine der günstigsten Modelle, sind eigentlich absolut pflegeleicht, sind super. Also ich komme mit denen wirklich gut klar und ob die da jetzt die Bienen schneller in den Honigraum gehen, wenn ich diese runden Metallabsperrgitter habe oder wie das. Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe da jetzt nicht so den großen Vergleich, da ich ja, wie gesagt, eigentlich nur die Absperrgitter habe, bis auf drei, vier, die ich aus Metall habe. Aber ich bin damit zufrieden. Ich meine, die Bienenvölker gehen dann in den Brutraum, in den Honigraum, wenn es honigt und wenn die Volksstärke passt. Und ich denke, da spielt das Absperrgitter nicht so die große Rolle. Jetzt haben wir hier wieder ein schönes Volk. Es ist ja prinzipiell auch bei mir so, dass diese schwarzen Waben nach außen rücken im Herbst und wie auf in dem Bild jetzt auf der linken Seite im Prinzip deutlich hellere Waben haben als jüngere. Die schwarzen Waben rücken nach rechts und werden dann im Prinzip aussortiert, wenn wir dann jetzt eben zur Einfütterung wieder andere oder helle Waben und Mittelwände auch zum Teil geben. Ne, hier haben wir wieder dieses, ganz klar erkennt man an der Farbe von den Rähmchen dieses Schema, dass das wieder gemischt ist. Ich habe den Deckel drauf, man sieht auf den Deckeln sind eigentlich nur Notizen in weißer Farbe, also nicht in Rot. Wie dieses Jahr. Also, ich habe jetzt an den Bienenvölkern wirklich noch nicht viel gemacht dieses Jahr. Ja, genau. Wieder die Wabe raus, dann hat man den Platz um den Sheet. Und ja, was ich auch mache, also ich arbeite prinzipiell mal ohne Handschuhe. Also ich kann nicht mit Handschuhen arbeiten, das ist mir viel zu langsam, da habe ich viel zu wenig Gefühl. Ich meine, gut, du wirst das ein oder andere Mal in die Finger gestochen, aber in der Regel passiert das wirklich nicht oft. Also der Bienenstand hier sind, wie gesagt, 34 oder 35 Bienenvölker gewesen und ich habe keinen Stich abbekommen. Hier sind noch von meiner Fütterungsaktion diese Futterbeutel drin. Das ist jetzt ein Volk auf Zander. Hier habe ich durch mich und das ist ein Volk, das eigentlich aufgelöst gehört. Und da tue ich mich natürlich schon schwer. Ne? Das war schon im Herbst ein schwieriger Fall, ob ich das überhaupt einwintern soll. Ich habe es probiert. Ich meine, wir sehen es, wir haben keine Brut jetzt mehr. Die Königin war wirklich. Dann hätte man im Herbst besser schon aufgelöst. Auch nicht mehr viel Bienen. Eigentlich, ja. Und Waben, die eigentlich nur noch schwarz sind. Also da wird es Zeit, was zu machen. Und da mache ich jetzt im Prinzip das relativ einfach. Wir haben gesehen im Vorfeld,
habe ich ein relativ schwaches Volk gehabt, den Sander. Das nehme ich mir jetzt einfach mit einer Königin und setze es auf, auf die Zanderbeute oben drauf. Hat zwei Vorteile. Das schwache Volk wird natürlich ein bisschen verstärkt. Ich meine, das sind jetzt alle alte Bienen in diesem Zanderkasten, wo ich es aufsetze. Aber es wird ein bisschen verstärkt. Und der zweite Vorteil ist, ich bekomme diese Zanderbienen dann noch im Prinzip auf der Tand. Und ja, im Prinzip kann man sagen, ich habe jetzt überwintert vielleicht 6 Völker auf der Tand, auf Zander noch. Da wollte ich Ableger machen zum Verkaufen. Das mache ich dieses Jahr nicht. Ich möchte mich auf die Honigerzeugung konzentrieren wieder mehr. Und deshalb ist mir das eigentlich lieb, wenn diese Zandervölker auf der Tand wandern. Jetzt eine andere Einstellung mal, wie ich das von der Seite mache. Also es ist eigentlich immer dieses gleiche Schema. Im Prinzip kann man sagen, den ganzen Tag gleiche Schema. Deckel auf, Randwabe schauen. Ich mache ja auch dieses Brutnest nicht auseinander, wenn ich dann Brut sehe. Ne? Weil, wie gesagt, ich möchte die Brutnestordnung nicht stören. Ich möchte die Bienen nicht stören. Ich möchte die Brutnesttemperatur nicht stören, indem ich die Wabe rausnehme. Also das ist mir unheimlich wichtig. Und deshalb mache ich auch so wenig Eingriffe wie möglich. Ja, jetzt kommen wir dann ans Ende. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auf ein Abo. Ja, bis dahin. Tschüss, ade.